In der Corona-Zeit habe ich ja sehr lange nicht gespielt und den Kö einfach in der Ecke liegen lassen. Mal sehen, wie er aussieht und schauen wir, wie wir ihn wieder sauber kriegen. Bleibt dran. Dabei verwende ich hier das Magic Clean. Das habe ich damals in Korea gekauft. Eine riesige Box. Da kommt hier so ein kleiner Schwamm raus. Und wie ich mit dem Schwamm den Kühe reinige, das zeige ich jetzt. Alles, was ich dazu brauche, ist so ein Magic Clean. Den schneide ich hier so eine kleine Scheibe ab und tunke ihn hier ins Wasser rein, dass er sich vollsaugt. Jetzt ist das ganze Wasser weg und langsam ausbringen. Na, hätte ich doch etwas Größeres genommen. Oh lala. Okay. Und dann geht's ans Eingemachte. Lassen wir den Zauber wirken. Der Kühe wird jetzt natürlich etwas nass oder feucht. Ihr dürft den Kühe natürlich nicht voll einsiffen, sodass er klitschnass ist und dann auch noch eventuell ewig lang stehen lassen. Ja. Etwas anfeuchten, sauber machen und dann trocknen. Dann passiert auch nichts. Dann drehen wir das ganze Ding nochmal auf dem anderen Ende. Immer schön gleichmäßig und immer wieder gucken. Dann eine Seite wenden. Okay, und jetzt trocknen. So, jetzt machen wir das Ding noch sauber. Also trocknen es noch. Dazu einfach ein Baumwolltuch nehmen und schön heiß machen. Yeah! Schön heiß machen, dass sich die Poren wieder schließen, das Ganze wieder schön abgeschlossen ist und nicht mehr so schnell dreckig wird. Okay, gucken wir mal. Ja, fühlt sich schön an, gleitet gut. So. Et voilà. Gleich sehen wir ein Vor- und Nachher-Bild und ich sage schon mal Tschüss. Alles wird sauber, bleibt am Ball, bleibt gesund. Des Weiteren habe ich ein neues Hobby, Arduino und Mikroprozessor programmieren in Python. Voll geil, bleibt auf dem Laufenden.